Sie fragen, er antwortet. Frank Adamowicz, Deutschlands erfolgreichster Mannschaftstrainer, ehemaliger Nationaltrainer, Europacup-Sieger, Titleist Deaf-Player und Mitglied des Golf-Total-Pro-Teams. Ja, liebe Golfer, wir sind wieder bei einem anderen Tipp diesmal. Und beim Putten. Aber nicht nur beim Putten, sondern auch mental. Mental, kennen Sie, wird immer wahnsinnig viel darüber gesprochen. Du musst mental gut drauf sein. Klar muss man das. Manche Menschen sind 20 Stunden lang schlecht drauf und wollen 4 Stunden beim Golfen dann gut drauf sein. Das geht also auch nicht. Da sollte man da allgemein mal drüber nachdenken. Aber wie kann ich mich jetzt mental beim Putten auch für die Runde ein bisschen einstimmen? Das geht. Wenn Sie jetzt auf die Runde gleich gehen müssen, haben Sie vorbereitet, machen noch mal schnell ein paar Putts. Was Sie nicht machen sollten, wären so diese berühmten Meter, Meter 20 Putts. Warum nicht? Stellen Sie sich mal vor, Sie machen 5 von diesen Putts und machen 3 vorbei. Und am Loch 1 haben Sie gleich so einen Meter Putt. Was meinen Sie, was da in Ihrem Kopf vorgeht? Das können wir noch umgehen. Was machen Sie? Ich habe jetzt mal mir 4 Bälle genommen, maximal einen halben Meter vom Loch entfernt. Da werden Sie sagen, ja, die macht er ja rein. Genau das sollen Sie auch. Die wollen wir alle 4 mal reinmachen. Ich mache mal welche vor. So, da muss ich mich natürlich auch konzentrieren, ist ja klar. So, dann machen Sie die schön mit einer Führung rein. Und das Geräusch ist so schön, ja? So, ich hole den mal hier raus. Also, machen wir doch noch mal ein. Maximal diese Länge. Herrliches Geräusch, ich liebe das. So. Schön, oder? Mir gefällt es. Zum Golf gehören auch gute Geräusche. Also nicht weiter weg. So, mit dem Klödergeräusch und dem positiven Gefühl, dass Sie jetzt alle Putts eingelocht haben, mit denen gehen Sie jetzt auf die Runde. Und wenn Sie dann am ersten Loch den 1-Meter-Putt haben, ich glaube, der ist nicht so schwer wie sonst. Ich würde es einfach mal ausprobieren. Sie haben ja gesehen, es geht doch. Alle Videos können Sie auch auf unserer Website golftotal.de und unserem YouTube-Channel jederzeit und überall abrufen. Bitte beachten Sie auch unseren neu gestalteten Facebook-Auftritt von Golf Total. Freunde sind jederzeit herzlich willkommen.